Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich begrüße Sie auch zu unserem dritten Webinar aus unserer Webinarreihe 2023. Heute das Thema Trinkwasserwärmer am Fernwärmenetz. Nochmal kurz zu meiner Person, die noch nicht an der Webinarreihe teilgenommen haben. Ich bin bei Jades verantwortlich für das Produktmanagement. Bin seit Jahren in der Fernwärmebranche unterwegs, habe also einige Erfahrung auch mit dem Thema Trinkwasserwärmer am Fernwärmenetz seit 2009 für die Jarus GmbH. Und uns begleitet ja hier das ganze Jahr 2023 in dieser Webinarreihe die Verabschiedung des neuen Gebäudeenergiegesetzes. Ein, zwei Sätze dazu vorab. Wir haben ja nun eine Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes, das ab 01.01.2024 gelten wird. Dem meisten ist es bekannt, Fernwärme gilt erstmal, der Fernwärmeanschluss gilt erstmal 65% erneuerbare Energie erfüllt. Die Versorger müssen dann einen Transformationsplan vorlegen. Und unter anderem das Thema heute ist wichtig für diese Transformation, weil die richtigen Trinkwasserwärmer am Fernwärmenetz sind mitentscheidend, wie gut die neuen Wärmeerzeuger, Großwärmepumpen, Solarthermie, Kraft-Wärme-Kupplung an den Fernwärmenetzen der Zukunft funktionieren. Ja, ich möchte beginnen heute mit dem Thema Planung von Trinkwassererwärmern. Das Thema Trinkwasser ist ja nicht nur in Deutschland, sondern in der Regel europaweit einem Gesetz unterlegen, nämlich der in Deutschland ist es die Trinkwasserverordnung. Und damit ist das höchste Gut, was wir hier erwärmen, wo wir durch unsere Rohrleitung, durch unsere Behälter führen, ist das Trinkwasser für den menschlichen Gebrauch. Ganz wichtig ist hier Trinkwasser. Die Trinkwasserordnung gilt für den Inverkehrbringen von Trinkwasserwärmern und in das Verkehrbringen von Trinkwarmwasserspeichern. Also das, was wir als Hersteller, die Jarus GmbH, machen, natürlich dann auch nur für den Betrieb, was der Betreiber macht. Aber das als einleitende Worte, das ist aus meiner Sicht nochmal ganz wichtig, gesagt zu haben, die Trinkwasserverordnung. Und wir befinden uns als Hersteller von solchen Trinkwasserwärmern in einem permanenten Spannungsfeld. Wir sollen die sichere Versorgung mit Trinkwarmwasser entsprechend Trinkwasserverordnung gewährleisten, müssen die weiterführenden allgemein anerkannten Regeln der Technik einhalten, unter anderem das DVGW-Arbeitsblatt W551. Aber die Anforderungen des Marktes sind wie immer auch geringere Investitionskosten, auch geringe Betriebskosten. Das ist schon häufig ein großer Widerspruch, um eine gewisse Qualität zu halten. Des Weiteren ist eine Anforderung, dass wir mit unseren Trinkwasserwärmern eine möglichst geringe Verkalkung haben. Wir haben in Deutschland Gebiete mit hartem Wasser, wo schnell Wärmeübertrager zur Verkalkung bei Erwärmung des Trinkwassers neigen. Und eine Anforderung nicht nur der Fernwärme, sondern auch der Brennwerttechnik, solarthermische Anlagen. Wir möchten möglichst niedrige Rücklauftemperaturen haben, um die Effizienz, um den Wirkungsgrad der Erzeuger zu verbessern. Und das wird heute ganz am Ende beim Betrieb der Trinkwasserwärme ein großes Thema sein. Natürlich kommen dann noch weitere Anforderungen, objektspezifische Anforderungen von unseren Auftraggebern hinzu, die wir beachten müssen bei der Planung und beim Betrieb der richtigen Trinkwasserwärmer für dieses Objekt. Ja, vorab einige Begriffsdefinitionen. Es ist ja nicht nur in den Dachländern, auch in Deutschland selbst gibt es ja je nach Region verschiedene Wörter für das Gleiche. Also wir bei Jados verstehen als Trinkwasserwärmer, was man auch als Wassererwärmer gerne landläufig genannt oder früher Gebrauchswarmwassererwärmer oder Bereitung. Die Erwärmung von Kaltwasser zu Trinkwarmwasser sind halt Trinkwassererwärmer mit ihren verschiedenen Arten. Und das Kaltwasser oder Trinkwasser ist klar definiert in der EN 12821 831 Teil 3 neu. Bis 25 Grad haben wir Kaltwasser, was der Wasserqualität der Trinkwasserverordnung entspricht. Und wir haben Trinkwarmwasser, also erwärmtes Trinkwasser,
dann über 25 Grad in dem Bereich der zentralen Trinkwasserwärmer und Großanlagen zwischen 55 und 60 Grad in der Hausanlage. Die Trinkwasserzirkulation, ein ganz wichtiger Baustein des Trinkwasserwärmers, ist der Rücklauf des Trinkwasserwassers zur Warmhaltung der Hausanlage. Hier kommt dann auch nochmal die Wichtigkeit dieser Temperaturen, dieser Trinkwasserzirkulation. Und wir haben eventuell irgendwo Betriebswasser. Und das ist wichtig in seltenen Fällen, wenn wir in gewerblicher Nutzung nicht zum Verzehr von Trinkwasser oder den Gebrauch von Trinkwarmwasser Betriebswasser herstellen, gelten einige Bedingungen, die wir sehr hart sind im DVGW Arbeitsblatt 551 nicht mehr. Aber dann muss vorher genau geklärt sein, welche Art von Betriebswasser handelt es sich, welche Rahmenbedingungen gelten. Früher auch gerne als Gebrauchswasser oder Nutzwasser bezeichnet, ist natürlich die Aufbereitung von Betriebswasser nicht ganz so streng in Einzelfällen. Ja, wir verwenden sogenannte Heißwasserpufferspeicher, auch Energiespeicher genannt, um die Energie für eine 10-Minuten-Spitze, die häufige 10-Minuten-Spitze der Trinkwasserwärmung vorzuhalten. Dort haben wir einmal den Speicher, wo wir Heizungswasser speichern, und wir haben Trinkwarmwasserpufferspeicher, wo wir erwärmtes Trinkwasser speichern. Und der wesentliche Unterschied ist natürlich, dass die Anforderungen für erwärmtes Trinkwasser an die Materialqualität wesentlich höher sind, um die Trinkwasserhygiene vorzuhalten. Es gibt dann auch Trinkwarmwasserpufferspeicher mit innenliegenden Wärmeübertragern, die wir hier bei Jados Registerspeicher nennen. Das sind dann schon komplette Trinkwassererwärmeeinheiten, ist an und für sich die häufigste Form der Trinkwassererwärmung aktuell noch. Hat auch die unterschiedlichsten Namen: Wassererwärmer, Trinkwassererwärmer, wie gesagt, Registerspeicher. Das Kennzeichen ist, dass die Erwärmung über einen innenliegenden Wärmeübertrager in der Regel über ein Heizventil erfolgt. Dann gibt es noch schöne Begriffe: Schichtenspeicher, Hygienespeicher, Frischwasserspeicher. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass es keine Norm gibt, wo diese Begriffe beschrieben sind. Es gibt in Deutschland auch zum Beispiel keine Regel, wo klar definiert ist, ab wann ist ein Speicher ein Schichtenspeicher, weil die Schichtung der Temperaturen ein gewisses Niveau hat. Ab wann sprechen wir von Hygiene, wann nicht mehr Hygiene? Wir müssen mit unseren Trinkwasserwärmern immer die Anforderungen der Trinkwasserverordnung, die Grenzwerte einhalten. Das bedeutet Hygiene. Und ja, was der Unterschied zwischen Frischwasser und Trinkwasser oder Kaltwasser ist, ist auch den wenigsten geläufig, weil Frischwasser ist ein Synonym für Kaltwasser. Ja, und die drei Arten der Trinkwasserwärmer, die wichtigsten Arten, sind jetzt auch nochmal in der neuen 12.8.3.1 Teil 3 beschrieben. Das von uns bekannte Speichersystem oder die Registerspeicher Wassererwärmer wird dort gemischtes Speichersystem genannt, ist die häufigste Form der Trinkwasserwärmung aktuell in Deutschland. Davon werden jedes Jahr teilweise bis zu 500.000 Stück in Deutschland in Verkehr gebracht, laut BDH-Verkaufszahlen. Das sind also die Speicher mit innenliegender Rohrschlange. Die Vorteile dieses Systems sind natürlich hohe Betriebssicherheit, geringe Investitionskosten. Die Nachteile sind, dass ich sehr oder relativ hohe Vorlauftemperaturen benötige und relativ, also sehr hohe Vorlauftemperaturen habe. Das Speicherladesystem ist auch schon seit Jahren bekannt, hat seine Daseinsberechtigung größtenteils durch die Fernwärme bekommen, weil die Fernwärme schon immer tiefere Rücklauftemperaturen gefordert hat. Diese tieferen Rücklauftemperaturen können durch die Trennung des Wärmeübertragers von dem Speicher realisiert werden. Dadurch kann der Wärmeübertrager, der in der Regel als geläteter Plattenwärmeübertrager ausgeführt ist, wesentlich effizienter dimensioniert werden, haben eine wesentlich bessere Temperaturdifferenz, damit geringere Rücklauftemperaturen während der Ladung. Ich kann höhere Leistungen bei gleichem Speichervolumen durch den externen Wärmeübertrager realisieren und damit auch die NN-Zahlen dieses Trinkwasserwärmers erhöhen. In den letzten Jahren in aller Munde
ist das Durchflusssystem bekannt als Frischwasserstation, genannt in der DIN die Trinkwasserwärmer mit direktem Durchfluss. Diese Trinkwasserwärmer im Durchfluss sind die letzten 20 Jahre größtenteils in Verkehr gekommen, wenn es vorhandene Heißwasserpufferspeicher als Energiespeicher von solarthermischen Anlagen oder Biomasseheizung gibt und damit der Energiespeicher vorhanden ist und ich den reinen Trinkwasserwärmer als Wärmeübertrager aufschalte, ist dort eine sehr sinnvolle Geschichte. Teilweise glaubt man, dass mit diesem Trinkwasserwärmer im Durchfluss die Legionellenprophylaxe verbessert wird. Im Einzelfall kann das sein. In der Regel ist aber die Gefahr bei einem zentralen Trinkwasserwärmer zwischen einem Speicherladesystem und einem Durchflusssystem die Legionellengefahr identisch. Und da sind wir auch schon über die Temperaturen bei dem Thema Betrieb und Auslegung dieser Trinkwasserwärmer. Wir müssen in Deutschland Trinkwasserwärmer für Großanlagen mit gewerblicher Nutzung generell mit einer Trinkwarmwassertemperatur gleich größer 60 Grad Celsius dimensionieren. Das heißt, im Betrieb und bei der Planung muss die Trinkwarmwassertemperatur 60 Grad Celsius betragen. Ausnahme sind Kleinanlagen ohne gewerbliche Nutzung. Das sind in der Regel nur Ein- und Zweifamilienhäuser. In der Regel hat ein Dreifamilienhaus schon größer 3 Liter zur entferntesten Entnahmestelle und ist damit eine Großanlage. Und dort können die Trinkwarmwassertemperaturen auf 55 Grad reduziert werden. Damit hat Deutschland sehr hohe Anforderungen. Wir haben Nachbarländer, da ist es normal, Großanlagen mit 55 Grad zu betreiben. Es gibt hier Untersuchungen der TU Dresden, dass sicherlich der Betrieb mit 55 Grad Trinkwarmwasser und 50 Grad Zirkulationsbetrieb eventuell ausreichend wäre und energetisch einen sehr großen Vorteil bieten würde. Und es gibt mittlerweile auch im Regelwerk in Deutschland die Möglichkeit, Großanlagen so mit zentralen Trinkwasserwärmern so zu betreiben, wenn entsprechende Maßnahmen vorgenommen werden, nämlich eine permanente Messung der Zirkulationstemperaturen an verschiedenen Punkten und die Beprobung in einer höheren Anzahl. Dann hat das teilweise Sinn, diesen Aufwand zu betreiben. Die Umsetzbarkeit ist in der Sanierung sehr schwierig. In Neubauten kenne ich, dass Anlagen schon so realisiert wurden. Wenn wir einen Trinkwarmwasserspeicher haben, muss der einmal täglich komplett durchladen werden und eventuelle Vorwärmstufen, das kennen wir aus der Solarthermie, müssen auch einmal täglich auf 60 Grad erwärmt werden. Als diese Regel im DVGW 551-Regelwerk 2004 erlassen wurde, wurde ja auch die sogenannte Legionellenschaltung in den Reglern integriert. Die ist am häufigsten notwendig bei den sogenannten Speichersystemen, sprich Speichern mit internen Heizwendeln, weil dort nicht ganz klar ist, erreiche ich mit einer Ladetemperatur von 60 Grad wirklich die 60 Grad am unteren Teil des Speichers. Wir werden danach am Betrieb sehen, bei Speicherladesystemen wird diese Regel bei fast jeder Durchladung erfüllt. Und ganz wichtig, die Eintrittstemperatur der Trinkwarmwasserzirkulation an den Trinkwasserwärmer größer gleich 55 Grad und die alte Regel, Wasser muss fließen, Stagnation vermeiden, also keine Überdimensionierung der Rohrleitung, Totleitung sowieso vermeiden, etc. Das ist ganz wichtig bei Umbaumaßnahmen in der Sanierung, etc. Betrifft aber in der Regel nicht den Trinkwasserwärmer, sondern die Trinkwasserhausanlage. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen was über die Systeme gesagt. Wir haben aber nicht nur die drei Arten, die Prinzipien der Trinkwasserwärmung, sondern wir haben ja auch die Möglichkeit, diese Trinkwasserwärmer einmal zentral im Gebäude zu stellen und über eine Trinkwarmwasser- und Trinkwarmwasserzirkulationsleitung zu verteilen. Oder wir haben die Möglichkeit, diese Systeme dezentral zu installieren. Das sogenannte Speicherprinzip wird in der Regel zentral installiert. Es gibt aber auch Ausnahmen, wo solche Speicher dezentral in Bädern 80 Liter oder in 100 Liter Größe realisiert werden.
Das ist sehr selten, aber ich kenne solche Fälle, wo sowas historisch gemacht wurde oder auch teilweise jetzt aktuell im Neubau gemacht wird. Dann haben wir das Speicher-Lade-Prinzip mit dem externen Wärmeübertrager zur Trinkwasserwärmung, ein Trinkwarmwasserpufferspeicher. Das wird in der Regel nur zentral eingesetzt. Dieser Aufwand, das dezentral zu realisieren, wäre viel zu groß. Wiederum das Durchflusssystem als sogenannte Frischwasserstation wird sowohl zentral installiert als auch sehr häufig dezentral. Dezentral als reiner Trinkwasserwärmer, eventuell mit einem 3- oder 4-Leiter-System Heizung und dann einer separaten Heizungsleitung für die Flächenheizung, aber auch in Kombination dann als sogenannte Wohnungsstation, wo der Trinkwasserwärmer im Durchfluss Bestandteil der Wohnungsstation ist und die Heizungsverteilung an dieser Wohnungsstation für die Wohnung angeschlossen ist. Jetzt haben wir hier also schon mal drei Trinkwassererwärmerprinzipien, die wir zentral oder dezentral einsetzen können, wovon wir in der Praxis ganz häufig vier Fälle finden. Wann wir was bevorzugen, dazu komme ich dann noch. Hier ist erstmal wichtig, dass wir eine Übersicht der vorhandenen Systeme haben. Jetzt können wir aber diese Systeme klassisch an die Gebäudeheizung anschließen. Wenn wir aber einen Fernwärmeanschluss haben, kann es sein, dass eine THB den Anschluss an das Fernwärmenetz verbietet und wir den Trinkwasserwärmer nach der Systemtrennung an die Gebäudeheizung anschließen müssen. Es kann sein, dass die THB beide Anschlussarten vorsieht. Es kann aber auch sein, dass die Fernwärme-THB den Anschluss des Trinkwasserwärmers an das Fernwärmenetz vorschreibt. Und deshalb ist es ganz wichtig, hier nochmal darauf einzugehen, dass Fernheizwasser aufbereitetes Wasser ist, in der Regel nach dem AGFW-Regelwerk, Arbeitsblatt FE 510, was so ähnlich ist wie die VDI 2035, aber nur so ähnlich. Zum Beispiel hat das Wasser in der Regel einen höheren pH-Wert. Und hier ist es ganz wichtig, dass dieses Fernheizwasser einer Fluidkategorie nach der EN 1717 zugeordnet wird. Und diese Fluidkategorie ist in der Regel nicht die Fluidkategorie 1 oder 2, sondern Fernwärmewasser ist in der Regel die Fluidkategorie 3 in Deutschland. Ich kenne aktuell eine Ausnahme, wo die Wasserchemie so aufbereitet wird, dass dieses Fernheizwasser in die Fluidkategorie 4 nach 1717 fällt. Das ist zum Beispiel das Fernwärmenetz der Wien Energie. Und dort ist auch in der THB klar vorgeschrieben, dass Trinkwasserwärmer nicht an das Fernwärmenetz angeschlossen werden dürfen. Wenn wir dann den Trinkwasserwärmer an das Fernwärmenetz anschließen und wir sind zu 98% in der Fluidkategorie 3, muss der Wärmeübertrager korrosionsbeständig gesichert sein. Was bedeutet das? Korrosionsbeständig ist das Material. Wir verwenden in der Regel kupfergelötete Edelstahl-Wärmeübertrager, also die sind korrosionsbeständig und gesichert bedeutet nicht lösbar. Also die gelötete Verarbeitung bedeutet, es ist gesichert. Wenn ein Wärmeübertrager rein korrosionsbeständig ist, dann wäre das zum Beispiel ein geschraubter Wärmeübertrager, weil der lösbar ist. Da gibt es dann diese Zusatzbeschränkung des Maximaldrucks von 3 bar. Das setzen wir aber nicht ein. Das heißt, wir befinden uns fast immer in der Nummer 2 der Kategorie 3 und damit können in Deutschland Trinkwasserwärmer an das Fernwärmenetz mit normalen gelöteten Wärmeübertragern angeschlossen werden. Die Anforderung des sogenannten Zwischenmediums oder des Wärmeübertragers mit zwei Lötplatten gilt zum Beispiel in unserem Nachbarstaat der Niederlande. In Deutschland nicht. Wenn wir jetzt das Trinkwasserwärmungssystem an das Fernwärmenetz anschließen, dann haben wir in der Regel bei den klassischen Netzen in den größeren Städten eine höhere Betriebstemperatur und einen höheren Betriebsdruck. Das heißt, wir müssen den maximal zulässigen Betriebsdruck dieses Fernwärmenetzes mit unserem Trinkwasserwärmer realisieren. Das heißt, der Maximaldruck des Heizregisters beim Speicherprinzip
muss dem maximal zulässigen Betriebsdruck standhalten. Das gelingt in der Regel mit Edelstahl, Registerspeichern, deren Rohrschlange, die wir in Verkehr bringen, hat eine Druckstufe von PM25 und eine Temperaturfestigkeit von 200 Grad. Dort gibt es also in der Regel keine Probleme mit dem Maximaldruck, mit der Maximaltemperatur. Dort reden wir dann eher über die Probleme, dass die hohen Betriebstemperaturen dazu führen, dass wir einen verstärkten Kalkausfall an dieser Rohrschlange hätten. Wir machen das also fast nicht. Deshalb setzen wir sowieso bei der Fernwärme Speicherladesysteme ein. Und wegen der hohen Betriebstemperaturen in dem Fernwärmenetz reduzieren wir über eine Beimischregelung die Vorlauftemperatur des Heizwassers. Und jetzt ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass die Pumpe dieser Beimischregelung auch diesen Maximaldruck hat, den das entsprechende Fernwärmenetz hat. Wir haben also hier Systeme mit Spezialpumpen bis 110 Grad, bis 16 Bar, je nach Druck-Temperaturkurve, die wir hier einsetzen können, in Verkehr bringen. Also viele Fernwärmenetze mit einer Nennstufe 16 Bar können auch mit unseren Trinkwasserwärmern realisiert werden, mit einer Beimischregelung. Bei den Durchflusssystemen ist es ähnlich. Auch hier ist natürlich die Reduzierung der Vorlauftemperatur wichtig, um den Kalkausfall zu minimieren. Das zweite Kriterium ist, beim Durchflusssystem ist der Energiespeicher auf der Heizwasserseite. Das Heizwasser wäre jetzt hier das Fernwärmewasser. Und häufig ist es nicht möglich, einen Heizwasserpufferspeicher auf der Fernwärmeseite zu realisieren. Die haben häufig nur eine Druckstufe von 10 Bar bei 90 Grad Maximaltemperatur. Deshalb ist es üblich, ans Fernwärmenetz die Durchflusssysteme ohne Energiespeicher anzuschließen. Und deshalb muss dann die Spitzenleistung dieser Trinkwasserwärme am Durchfluss als Anschlussleistung an den Fernwärmenetz vorgehalten werden. Also die TWE-Last muss beachtet werden. Hier gibt es jetzt wiederum THBs von Versorgern, die das gern möchten und diese sehr hohe Leistung nicht in den Grundpreis einfließen lassen. Es gibt aber auch Versorger, die sagen, wenn du für ein Wohngebäude, was eigentlich nur eine Heizlast von 100 kW hat, einen Trinkwasser Erwärmer hast, der 170 kW Spitzenleistung hat und du möchtest deshalb einen Fernwärmeanschluss von 200 kW haben, musst du für 200 kW den Grundpreis bezahlen. Und dann ist es aus Betriebskostensicht häufig nicht sinnvoll, ein Durchflusssystem einzusetzen. Generell können natürlich, wenn es die THB zulässt, all diese Trinkwasserwärmer, wie ich es bereits gesagt hatte, an die Hausanlage Heizung angeschlossen werden. Das hat in der Regel nur zwei Nachteile. Der erste Nachteil ist, wir haben in Fernwärmenetzen im Sommer häufig eine sehr geringe Betriebstemperatur. Diese Betriebstemperatur wird dann vom Fernheizwasser auf das Heizungswasser übergeben. Dabei gibt es häufig eine Temperatur von minus 5 Kelvin. Sprich, haben wir im Sommer 70 Grad Vorlauftemperatur, haben wir nur noch Heizungswasser mit 65 Grad Vorlauftemperatur, mit dem wir dann Trinkwarmwasser mit 60 Grad realisieren müssen. Und das Gleiche beim Zurücktransportieren unserer Temperaturen haben wir im Trinkwasserwärmer eine Rücklauftemperatur von 30 Grad am Beginn der Ladung, wird es halt beim Anschluss in das Fernwärmenetz sofort diese Temperaturniveaus in das Fernwärmenetz übergeben. Haben wir dann die Trennung zwischen Fernwärme und Heizung, gibt es wieder einen Temperaturanstieg dieser Rücklauftemperatur. Und das gut ausgekühlte Wasser geht nicht so in das Fernwärmenetz, sondern wird wieder leicht über die Temperaturtrennung des Wärmeübertragers leicht angehoben in das Fernwärmenetz gegeben. Das ist also der größere Nachteil des Anschlusses an der Hausanlage der Trinkwasserwärme. Und dieses Thema der Rücklauftemperaturen im Betrieb ist aktuell sehr wichtig für die Fernwärmeversorger. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir bei der Sanierung, beim Anschluss von Wärmepumpen uns die Heizungsanlagen und die Trinkwasserwärme ganz genau anschauen, sondern auch bei der Fernwärme, weil wie bereits gesagt, werden die Versorger in der Transformation auf 65% und irgendwann ja 100% erneuerbare Energien häufig Systeme einsetzen wie solarthermische Anlagen, Power-to-Heat-Anlagen mit Großwärmepumpen. Es wird sicherlich auch Biomasse geben, aber auch das Thema Geothermie ist sehr wichtig. Und bei all diesen Systemen
ist ein niedriges Temperaturniveau die Grundlage für eine sehr hohe Effizienz. Und deshalb haben wir unsere Trinkwasserwärmer von der Qualität her in drei Stufen eingeteilt. Wir haben einmal die Qualitätsstufe Basis. Das heißt, wir haben den klassischen Trinkwasserwärmer, der wie früher mit einer Vorlauftemperatur von 80 Grad Heizwasser ausgelegt wurde, Wasser auf 60 Grad auskühlt und das Trinkwasser von 10 auf 60 Grad erwärmt. Diese können vielleicht am Beginn der Ladung mal kurzzeitig tiefere Rücklauftemperaturen haben, aber die nicht wirklich niedrig sind, die kaum zu Brennwert führen oder zur Systemeffizienz. Dann haben wir die Trinkwasserwärmer, die in der Fernwärme schon seit 30 Jahren Standard sind, das heißt Speicherladesystem mit einem externen Wärmeübertrager. Und dieser externe Wärmeübertrager ist so ausgelegt, dass wir im Auslegungsfall bei der Erwärmung von 10 auf 60 Grad die Rücklauftemperatur des Heizwassers zum Trinkwasser auf 30 Grad reduzieren können. Das ist natürlich am Beginn der Ladung nur so. Während der Ladung steigen die Temperaturen, aber wir haben am Beginn der Ladung eine sehr tiefe Rücklauftemperatur. Und diese Trinkwasserwärmer, die in der Fernwärme jetzt Stand der Technik sind seit mehreren Jahren, die werden teilweise jetzt schon abgelöst. Bei uns nennen wir diese Systeme Premium-Systeme durch Trinkwassererwärmer, die im Auslegungsfall erstmal nochmal niedrigere Rücklauftemperaturen haben, 25 Grad oder tiefer, aber sich dadurch auszeichnen, dass sie eine sehr tiefe mittlere Temperatur im Rücklauf haben. Woher wissen wir das? Oder erstmal die Übersicht aller Trinkwasserwärmer, die wir Ihnen verkaufen. Wir haben also Trinkwasserwärmer im Speicherprinzip. Ich hatte Ihnen schon gesagt, das sind die berühmten Speicher mit der Rohrschlange. Dort können wir keinen großen Einfluss in der Rohrschlange auf die Qualität des Wärmeübertragers leisten. Wir haben hier vergrößerte Wärmeübertrager bei unseren Registerspeichern ESR und CSR aus Edelstahl oder emailliert, die in die Leistungsklasse Komfort fallen. Speicherladesysteme sind bei uns immer schon in der Qualitätsklasse Komfort, bringen wir auch mit der Qualitätsklasse Premium in Verkehr. Und Durchflusssysteme ähnlich. Das ist die Grundlage dieser Einstufung. Wir haben also alle Trinkwasserwärmetypen, die wir fertigen, auf den Prüfstand genommen und haben in Simulationen mit einem Ingenieurbüro aus Dresden bei identischen Zapfvolumen und bei unterschiedlichen Zirkulationsverlusten diese Trinkwasserwärmer beurteilt. Wir haben also einmal hier für ein Wohnobjekt mit 30 Wohneinheiten, 30 Normwohnungen, eine Entnahme von 1,62 Kubikmeter Trinkwarmwasser pro Tag mit den Zirkulationsverlusten 2, 4 und 6 kW, was schon relativ normal in Deutschland ist. Der Trinkwarmwasserverbrauch ist in der Regel erheblich niedriger, als wir unseren Berechnungen annehmen. Wir haben aber trotzdem nochmal den Trinkwarmwasserverbrauch als sehr hoch mit 3,15 Kubikmeter pro Tag angenommen und auch diesen Zirkulationsverlust. Generell sieht man, dass natürlich mit steigendem Trinkwarmwasserverbrauch die Rücklauftemperaturen sinken, in der Regel mit steigenden Zirkulationsleistungen, die Temperaturen dann aber auch wieder steigen, weil ich ja die 55 Grad Zirkulationstemperatur nicht so einfach auskühlen kann. Aber man sieht einen erheblichen Unterschied zwischen den sechs verschiedenen Systemen, die wir hier simuliert haben. Und diese verschiedenen Systeme sind einmal Trinkwasserwärmer am Durchfluss und im Speicherladesystem. Und sie unterscheiden sich anhand der Leistungsklasse Komfort und Premium. Und man sieht die höchsten Rücklauftemperaturen haben einstufige Durchflusssysteme zentral, also sogenannte Frischwasserstationen. Warum sind die dort am höchsten? Weil ich ja permanent das Zirkulationswasser mit dem Kaltwasser mische und ich kaum wirkliche Spitzenentnahmen habe, wo reines Kaltwasser erwärmt wird. Dadurch ist hier die durchschnittliche Rücklauftemperatur sehr hoch. Am tiefsten sind die Rücklauftemperaturen bei unseren Speicherladesystemen. Ausführungsart Premium, was ich dann nachher im Betrieb nochmal genauer erklären werde.
Und natürlich sind wir jetzt in diesem Spannungsfeld. Wir sind in dem Spannungsfeld, was ich ganz am Anfang beschrieben habe, zwischen Investitionskosten und Betriebskosten. Ein zweistufiges System ist natürlich teurer als ein einstufiges System, ist von der Regelungstechnik aufwendiger. Ich habe also höhere Investitionskosten. Von den Betriebskosten ist es so, dass ich erstmal Wärmeenergie von dem Fernwärmenetz auf meinen Trinkwasserwärmer übertrage. Das heißt, wenn ich am Tag einen Verbrauch von 1,62 Kubikmeter Trinkwasser habe, bleibt die Wärmeenergie die gleiche, auch wenn die Rücklauftemperatur höher ist. Hätte ich jetzt hier einen Gasbrennwertkessel, würde ich selbst die Betriebskosten senken, weil dieser Gasbrennwertkessel ja dann im Wirkungsgrad und damit im Jahresnutzungsgrad sich verbessert und ich weniger Endenergie Erdgas benötige. Da wir aber am Fernwärmeanschluss sind, wird ja dieser Vorteil an das Fernwärmenetz weitergegeben. Und dort gibt es aktuell drei Formeln. Die erste Form ist die, dass die THBs des Versorgers ein bestimmtes Trinkwassersystem vorschreiben. Also es gibt viele THBs, die sagen, an unserem Netz werden mindestens Speicherladesysteme oder bestimmte Trinkwasserwärme bestimmter Bauarten eingesetzt. Die zweite Form ist die, dass eine THB eine minimale mittlere Rücklauftemperatur vorschreibt. Also zum Beispiel die THB der Stadtwerke München schreibt eine arithmetische Rücklauftemperatur von 45 Grad über 7 Tage vor, die dann auch gemessen wird, mit unseren Trinkwasserwärmern realisiert wird. Oder aber die dritte Form ist die, dass ein Versorger, was jetzt in Zukunft vermehrt kommt, ein sogenanntes Bonus-Malus-System macht. Das heißt, es gibt einen Tarif für die normale Rücklauftemperatur, angenommen 60 Grad, und es gibt einen günstigeren Tarif, wo der Arbeitspreis gesenkt wird, wenn die Rücklauftemperatur unter 50 oder unter 45 Grad fällt. Und somit sind wir jetzt bei den Betriebskosten in der Einzelfallbetrachtung der THB? Ist es ein Ordnungsrecht, was einen bestimmten Trinkwasserwärmer vorschreibt? Oder gibt es, sage ich mal, eine Förder- oder Anreizpolitik über den Tarif, wo ich den Einsatz eines Premium-Trinkwasserwärmers dadurch belohnt bekomme, dass meine Betriebskosten sinken? Ja, hier nochmal ein Bild, wie diese Simulation aussieht. Wir kennen das ja, dass natürlich solche Diagramme sehr schön aussehen, aber immer natürlich kritisch hinterfragt wird, wo kommt das her? So ist so eine Simulation aufgebaut. Diese Simulation finden Sie auf unserer Website. Sie finden auch das Ingenieurbüro EA Systems aus Dresden, was diese Simulation durchgeführt hat. Und jederzeit kann dort auch kritisch nachgefragt werden, beziehungsweise EA Systems macht auch für Dritte dann aus dem Produktportfolio ihrer Produkte Simulation für den Einzelfall. So kommen wir jetzt zur Systemwahl. Also wir haben eine Menge Trinkwasserwärmer im Portfolio. Wir haben über zentrale, dezentrale gesprochen, Anschluss an das Wärmenetz oder die Hausanlage. Und wir bei der Firma Jados sagen, ein Trinkwasserwärmer im Speicherprinzip, sprich ein Registerspeicher, hat seine Daseinsberechtigung im Ein- und Zweifamilienhaus. Aus einem ganz einfachen Grund: Im Ein- und Zweifamilienhaus stehen wir unter hohen Investitionskostendruck und dieser Trinkwasserwärmer ist dort völlig ausreichend. Und mit einem Ein- und Zweifamilienhausanschluss wird halt der Rücklauftemperaturwert in einem Fernwärmenetz von dem Massenstromverhältnis her nicht so stark beeinflusst wie in einem Mehrfamilienhaus. Ein Speicherladesystem ist für uns das bevorzugte System in Mehrfamilienhäusern und Hotels, aus unserer Sicht, weil es die Vorteile hat, dass wir eine hohe Energiespeicher im Trinkwasserspeicher haben, eine gute Auslauftemperatur und in Spitzenannahmen einen geringen Druckverlust über den Speicher. Währenddessen wir das Durchflusssystem als Alternative im Einfamilienhaus sehen und bei Betriebsgebäuden, Gesundheitseinrichtungen, Turnhallen, Schulen etc. Wobei wir hier bei bestimmten Gebäudetypen eindeutig sagen, irgendwann sehen wir das zentrale System nicht mehr als effizient an, sondern gerade in Bürogebäuden oder Sportstätten, Kindergärten etc.
geht der Trend eindeutig zu dezentralen Trinkwasserwärmern bei den Entnahmestellen, sprich bei den Duschen, bei den Waschtischen. Und dort ist natürlich das Durchflusssystem, ob nun über das Heizungswasser oder elektrisch beheizt, klar im Vorteil. Und dort hat das Durchflusssystem, sprich die Frischwasserstation, seine Daseinsberechtigung. Also das ist unsere Systemvorgabe anhand der Gebäudetypen, die wir empfehlen. Und dann entscheiden wir über die Anschlussmöglichkeit an das Fernwärmenetz oder nicht, welchen Trinkwasserwärmetyp wir wählen und gehen dann mit unseren Kunden ein. Gibt es Vorgaben für das System Premium oder welche Vorteile hast du? Möchtest du das System Premium oder nimmst du das normale System Komfort? Wenn wir so einen Typen gewählt haben, wissen wir aber immer noch nicht die Größe. Und die Bedarfsbestimmung für zentrale Trinkwasserwärmer ist eine Sache, die jeder in seinem Studium hatte, die sich immer einfach anhört. In der Praxis dann häufig so ist, dass es nur also keine wirkliche Bedarfszahl gibt, sondern es gibt dann, ich habe hier ein Wohngebäude mit 25 Wohnungen und brauche einen Trinkwasserwärmer. Jetzt wissen wir, die Variante 1 ist natürlich die Bedarfsabsiedlung anhand der Bedarfszahl der Normwohnung nach der alten DIN 4708. Und der Inverkehrbringer, der Trinkwasserwärmer, hat die Leistungszahl, sprich die NL-Zahl, also wie die Firma Jados. Das nutzen wir. Das finden wir auch immer noch eine gute Lösung. Allerdings nehmen wir für die Leistungskennzahl nicht die Gleichzeitigkeit der DIN 4708, sondern wir verwenden die Gleichzeitigkeit der TU Dresden, die jetzt über 20 Jahre in der Praxis verwendet wird und wesentlich praxisrelevanter ist und dadurch zu wesentlich kleineren Trinkwasserwärmern führt, die völlig ausreichend sind. Die zweite Variante ist der sogenannte Spitzenvolumenstrom, der aus dem Verfahren der Rohrnetzberechnung kommt. Hier ist es immer von Vorteil, wenn man einen Neubau hat, dann wird hier die Hausanlage sanitär, sprich die Trinkwasserleitung, die Zirkulationsleitung, wird berechnet, in der Regel nach der 1988 300. Dort gibt es einen Spitzenvolumenstrom VS. Dieser Spitzenvolumenstrom kann dann in Mehrfamilienhäusern für die 10-Minuten-Spitze genutzt werden oder zum Beispiel in Hotels für eine 60-Minuten-Spitze, beziehungsweise wie dieses Hotel genutzt werden soll, wie die Erfahrungen sind, ob die Spitze sich länger hinzieht oder kürzer ist. Auch hier muss man sagen, dass die Gleichzeitigkeit der 1988 300 auch wieder ein bisschen mit Gürtel- und Hosenträger gemacht wurde, also sehr nah an der 4708 liegt. Das heißt, es ist üblich, dass wenn der Spitzenvolumenstrom zum Beispiel der Trinkwasserleitung direkt nach dem Trinkwasserwärmer 1 Liter die Sekunde beträgt, dass viele Hersteller sagen, mit dieser Gleichzeitigkeit sind wir schon in der Überdimensionierung, wir nehmen die Gleichzeitigkeit nach TU Dresden und dann ein Trinkwasserwärmer mit teilweise 20% weniger Spitzenvolumenstrom angeschlossen wird, also zum Beispiel 0,8 Liter die Sekunde. Klingt verrückt, ist so. Und zeigt eigentlich, dass auch die heutige Dimensionierung der Trinkwarmwasserleitung schon immer noch leicht in der Überdimensionierung ist. Das dritte und zuverlässigste Verfahren gibt es auch schon seit Jahren. Das ist das sogenannte Summenlinienverfahren. Und dieses Verfahren ist jetzt auch als bevorzugtes Verfahren in der neuen EN 12831 Teil 3 vorgegeben. Und dieses Verfahren kann für alle Gebäudetypen genutzt werden. Natürlich ist es hier eine gewisse Erfahrung. Ich muss die Entnahmestellen wissen. Ich muss ungefähr wissen, wann diese Entnahmestellen genutzt werden. Muss diesen Entnahmestellen also Nutzungszeiten ungefähr nach der Gaußschen Verteilung Entnahmen oder Spitzenentnahmen hinterlegen. Und so bekomme ich über das Summenlinienverfahren eine Entnahmekurve, wo ich sowohl die 10-Minuten-Spitze oder auch eine längere Spitze herauslesen kann und damit das Verhältnis zwischen Energiespeicher und Trinkwasserwärmer auslegen kann. Ist aus meiner Sicht das beste Verfahren, was wir zurzeit zur Verfügung haben. Es gibt dafür mehrere Software-Tools, die vom Ingenieurbüro angewendet werden können.
Aber natürlich ist es hier wichtig, dass diese Annahmen, die hier besprochen werden, zum Beispiel in einer Sportstätte oder in einem Hotel, mit dem Auftraggeber besprochen werden und gemeinsam diese Annahmen dann auch als Grundlage verwendet werden. Ja, wenn dann diese Größenbestimmung gegeben ist und wenn wir einen Trinkwasserwärmer gewählt haben, der aus dem Produktportfolio dazu passt, dann haben wir natürlich bei uns in den Produktunterlagen die entsprechenden Tabellen. Sie bekommen dann hier mit den Unterlagen den Direktlink auf die Internetseite, wo diese Tabellen für die verschiedenen Trinkwasserwärmer hinterlegt sind. Und hier ist mal eine Tabelle für unser Speicherladesystem Premium dargestellt. Wir haben hier eine Speichergröße, das Nennvolumen des Speichers. Beim Premium-System werden wir dann den Betrieb sehen, dass wir ein gewisses Nutzvolumen haben. Und zu diesem Nutzvolumen haben wir hier die entsprechende NL-Zahl. Und wenn wir jetzt angenommen eine Bedarfskennzahl von 80 haben, ist die nächstgrößere Leistungszahl NL die 83. Und wir wären hier bei der Kombination ein 130 kW Ladeleistungs Trinkwasserwärmer mit einem Trinkwasserpufferspeicher 750 Liter zu kombinieren. Die entsprechenden Leistungsangaben für die 10 Minuten Spitzenvolumenstrom, 16 Minuten Spitzenvolumenstrom oder auch für die Dauerleistung finden Sie dann auch in der Tabelle. Und was für uns ganz wichtig ist, Sie finden hier auch die Ladezeit nach einer Spitzenentnahme für den Trinkwasservorrang in dieser Tabelle. Sie sehen, es macht keinen Sinn, alle Leistungsgrößen mit allen Speichergrößen zu kombinieren. Also zum Beispiel hier die Kombination dieser kleinen Ladegruppen mit diesem Speicher ist nicht sinnhaftig. Deshalb gibt es hier keine Angaben, weil die Ladezeit hier zu lang wäre. Und größere Ladegruppen mit diesem Speicher ist auch nicht sinnhaftig, weil die Ladezeit zu kurz wäre und die Verwirbelung im Speicher so groß wäre, dass wir keine gute Schichtung mehr haben. Ja, wenn wir dann diesen Trinkwasserwärmer gewählt haben, wir haben diesen Trinkwasserwärmer geliefert und wir haben ihn im Keller installiert, kommt es zur Inbetriebnahme. Bei der Inbetriebnahme ist natürlich ähnlich wie bei allen anderen Produkten erstmal die Inbetriebnahmevoraussetzungen sind zu gewährleisten, die wir alle kennen. Ich will sie jetzt hier nicht separat alle vorlesen. Sie sehen das. Wichtig ist, hydraulisch muss vor der Inbetriebnahme entsprechend muss die Anlage gefüllt sein. Es muss der hydraulische Abgleich erfolgt sein, auch vor allen Dingen der Trinkwarmwasserzirkulation mit der Pumpeneinstellung. Und elektrisch muss natürlich auch alles angeschlossen und geprüft sein. Die häufigste Ursache, deshalb möchte ich hier nochmal darauf eingehen, die wir dann nachher bemerken, ist, dass die Temperatursensoren im Speicher falsch platziert sind. Unsere Kunden bekommen von uns, also nicht nur die in der Betriebsanleitung, die Montageanleitung der Trinkwasserwärmer, sondern auch zu allen Speichern und zu den Systemen hier so eine Zeichnung, wie die Temperatursensoren zu platzieren sind. Wir haben hier also einen Heißwasserpufferspeicher für einen Trinkwasserwärmer im Durchflussbetrieb, der hier einen Temperatursensor ein in der Mitte bei 50% zu platzieren hat. Der Aussensor ist hier bei ca. 80% zu platzieren und damit wird dieser Speicher über den entsprechenden Wärmeerzeuger nachgeladen. Ob das nun Fernwärme ist, ein Gaskessel etc., geht hieraus nicht hervor, aber so sind die Temperaturen Sensoren zu setzen, damit hier oben im Speicher die entsprechende Reserve für die 10 Minuten Spitze vorgehalten wird. Das gleiche bei Trinkwarmwasserpufferspeichern an einem normalen Speicherladesystem. Wir haben Temperatursensor 1 und unser ein bei 50% der Temperatursensor aus im Trinkwarmwasserpufferspeicher ist bei uns nicht unten, sondern sogar außerhalb angeordnet. Das heißt, die komplette Durchladung wird dadurch immer gewährleistet und der sitzt also bei 100%. Und unsere Spezial-Trinkwasserwärmer Premium haben ein Lademanagement, was ich Ihnen gleich noch näher vorstellen werde im Betrieb. Und hier installieren wir hier vier Temperatursensoren. Und diese sind hier entsprechend auch dieser Angaben bei 25, 50, 75, 100% zu installieren. Deshalb haben wir an unseren Speichern keine Muffen mehr mit Tauchhülsen, sondern wir haben sogenannte Fühlerleisten, wo die Temperatursensoren an der Speicherwand eingeschoben werden.
Dann wird die Wärmedämmung darüber getan und dadurch wird die Temperatur in der richtigen Höhe gemessen. Es ist dadurch auch viel einfacher möglich, über diese Fühlerleiste die Position dieser Temperatursensoren zu bestimmen. Aber wie gesagt, unheimlich wichtig, weil nur wenn diese Temperatursensoren richtig positioniert sind, funktioniert das Gesamtsystem. Kleiner Fehler, große Ursache häufig. Ja, dann kommt der Versorger zur Inbetriebnahme, der schaut natürlich nach seiner THB, prüft die ganzen Anschlüsse und wenn der Trinkwasserwärmer am Fernwärmenetz angeschlossen ist, natürlich dort entsprechend. Und hier füllt auch wieder der Versorger den Trinkwasserwärmer auf der Fernwärmeseite, weil das ist seine Hoheit, das Wasser auf dem Fernwärmenetz sozusagen zu öffnen und die Anlage zu befüllen und in Betrieb zu nehmen. Falls dort ein separater Volumenstromregler enthalten ist, wird auch dieser vom Versorger eingestellt. Falls in Ausnahmefällen der Wärmezähler auf der Versorgerseite ist, ist es so, dass, ich komme dann nachher noch zur Heizkostenverteilung, teilweise die Versorger diesen Wärmezähler Trinkwasser einbauen, teilweise aber auch sagen, nein, das kann der normale Heizkostenverteilfirma machen. Also es ist wieder so eine Besonderheit von der Fernwärme. Es gibt Versorger, die haben ein Fernwärmenetz mit einem sehr hohen Druck und sagen, da lasse ich die Heizkostenfirmen nicht ran. Ich stelle euch den Wärmezähler fürs Trinkwasser, verrechne euch das mit und ihr habt als Wohnungswirtschaft hier die entsprechenden Werte. Es gibt Versorger, die sagen, diesen Wärmezähler könnt ihr selbst bringen. Da muss man wieder vorher in der THB schauen und prüfen, welche Variante ist bei diesem Versorger gegeben. Der Hersteller, also die Firma Jados, kommt natürlich auch vor Ort. Wir überprüfen die Installation. Wie gesagt, die Sensoren, wir tun die Sicherheitstechnik Temperatur einstellen. Sicherheitstechnik Druck gibt es in der Regel nicht, außer der Druckhaltung. Für Trinkwasserwärmer ist ein Ausdehnungsgefäß nicht zwingend vorgeschrieben, sondern nur ein Sicherheitsventil. Dieses Sicherheitsventil ist bei unseren Ladesystemen und Durchflusssystemen immer Bestandteil, weil es ja unmittelbar am Wärmeerzeuger, sprich dem Wärmeübertrager, montiert sein muss. Wir empfehlen ein kleines Druckausdehnungsgefäß in der Kaltwasserleitung zum Trinkwasserwärmer, wenn es ein Speicher- oder Speicherladesystem ist, weil es dann bei der Nachladung nicht zum Auslösen des Sicherheitsventils kommt. Es kann zwar häufig so sein, dass während der Ladung schon wieder eine Trinkwasserentnahme stattfindet, aber in Einzelfällen findet das nicht statt und der Druck steigt über den Druck des Sicherheitsventils, da kommt es zum Auslösen des Sicherheitsventils, ist aber nicht zwingend vorgeschrieben, sondern die Entscheidung des Ingenieurbüros, des Installateurs, die das Gesamtwerk errichten. Die Reglerparameter stellen wir dann auch nochmal nach Betreibervorgaben ein und eventuell die Anwendung für den Fernzugriff. Aber das Allerwichtigste, und das ist immer dieser Hinweis, wenn Sie eine Inbetriebnahme beim Hersteller bestellen, und ich glaube, das ist mittlerweile das Wichtigste, dann bekommt der Betreiber eine Einweisung in die Regelung. Und er bekommt auch eine Einweisung in den bestimmungsgemäßen Betrieb, weil wir als Innenverkehrbringer sind hier nicht für den bestimmungsgemäßen Betrieb verantwortlich. Ja, jetzt nochmal zum Thema Wärmezähler für Trinkwasserwärmer. Diese Wärmezähler können, wie gesagt, vom Fernwärmeversorger kommen oder teilweise kommen sie direkt vom Heizkostenverteilen, Anbieter, der von der Wohnungswirtschaft gebunden wird. Dann hat er diese Montage durchzuführen. Diese müssen ja seit neuestem auch alle per Funk auslesbar sein, werden dann im Prinzip auf das Funksystem aufgeschlossen. Und das ist nochmal eine separate Leistung, die teilweise vor der Inbetriebnahme stattfindet, aber teilweise häufig erst danach. Und hier zum Thema hydraulischer Abgleich. Wenn ich ein System richtig abgleiche und wir haben hier auf der Ladeseite eine Umwälzpumpe, führt die Montage dieses Wärmezählers zu einem höheren Druckverlust. Diese Wärmezähler können je nach Auswahl zwischen 30 und 130 Millibar Druckverlust haben. Und theoretisch müsste man den hydraulischen Abgleich der Heizwasserseite danach neu durchführen. Deshalb ist es immer sehr gut, wenn das zur gleichen Inbetriebnahme, zum gleichen Zeitpunkt stattfindet oder diese Wärmezähler
oder Inbetriebnahme des Herstellers und des Installateurs montiert werden, damit der hydraulische Abgleich richtig gemacht wird. Ja, die Jahreswerkseinstellung der Regelung sind bei uns wirklich so, dass der bestimmungsgemäße Betrieb erfüllt wird. Das heißt, wenn wir Speicherladesysteme in Verkehr bringen, sind die Regler generell so eingestellt, dass die Trinkwasserladung bei Unterschreiten von 55 Grad am Temperatursensor einbeginnt und bei Überschreiten von 57 Grad am Temperatursensor ausendet und dass die Trinkwarmwassertemperatur während der Ladung immer 60 Grad beträgt. Der Betrieb der Zirkulationspumpe wird bei uns ab Werk immer auf 24 Stunden eingestellt, aber wir schalten die Trinkwarmwasserzirkulationspumpe während der Ladung aus. Warum machen wir das? Ist der Zirkulationsvolumenstrom höher als der Ladevolumenstrom, wird in Einzelfällen die Ladung nie beendet. Und wenn wir während der Ladung die Zirkulationspumpe laufen lassen, hat die Ladung eine wesentlich längere Zeit. In der Regel findet ja eine Nachladung nach einer Spitzenentnahme statt. Und in der Praxis ist es so, dass dann die komplette Trinkwarmwasser- und Zirkulationsleitung entsprechend warm ist. Deshalb schalten wir die Pumpe aus, haben dadurch eine wesentlich schnellere Beladung mit einer wesentlich besseren Schichtung. Danach wird die Trinkwarmwasserzirkulationspumpe wieder aktiviert und der bestimmungsgemäße Betrieb ist hergestellt. Das sind die Einstellungen, die wir ab Werk vornehmen. Die erfüllen also die Vorgaben für eine Großanlage mit gewerblicher Nutzung. Und jetzt kommen wir zum Betrieb dieser Trinkwasserwärmer während des Betriebes. Ich möchte auch hier vorstellen, wie die Funktionsweise ist. Und als erstes möchte ich vorstellen, wie funktioniert ein normales Speicherladesystem, was wir als Komfortsystem mit einem einstufigen Wärmeübertrager in Verkehr bringen. Der Trinkwarmwasserpufferspeicher ist für die 10-Minuten-Spitze da. In der Regel ist es in Deutschland noch so, dass die Trinkwarmwasserzirkulation am Speicher angeschlossen ist. Sie kann bei unseren Systemen auch an die Wärmeübertrager angeschlossen werden. Zum Beispiel in unserem Nachbarland Österreich ist es schon seit Jahren Vorschrift, dass die Zirkulation bei Speicherladesystemen über den Wärmeübertrager fließen muss. So sieht dann so ein System installiert aus. Das ist der einstufige Trinkwasserwärmer in einem Gehäuse an der Wand montiert. Das ist unser Trinkwarmwasserpufferspeicher mit Edelstahl CP500, in den entsprechenden Anschlüssen. Hier unten sieht man den Ladeabgang, der also außerhalb des Speichers ist, mit dem entsprechenden Temperatursensor aus. Und so sieht das Ganze hydraulisch als Schema aus, mit der Beimischung zur Temperaturreduzierung für geringeren Kalkausfall, der Trinkwasserladepumpe, entsprechende Erwärmung auf 60 Grad. Und der Trinkwarmwasserzirkulationspumpe entweder über den Wärmeübertrager oder hier am Speicher angeschlossen. Was passiert jetzt in so einem Ladesystem? Nach einer 10-Minuten-Spitze ist der Speicher ausgekühlt. Der Temperatursensor 1 hat 55 Grad unterschritten. Die Trinkwasserladepumpe geht an und die Heizungsladepumpe. Wir treiben die Ladepumpe mit einem Volumenstrom von 100%, so wie es hydraulisch einreguliert ist. Und wir haben dann diese Temperaturen im System. Wir fahren, wenn das Wasser nicht zu hart ist, mit 70 Grad Heizmittel auf den Wärmeübertrager, realisieren dann 60 Grad Trinkwarmwasser. Aus der unteren Zone des Speichers wird am Anfang eventuell ganz kaltes Wasser von 10 Grad gezogen, was sich während der Ladung immer mehr erwärmt. Und am Beginn der Ladung, wenn wir 10 Grad kaltes Wasser haben, haben wir 30 Grad Heizwasserrücklauf, was sich immer mehr während der Ladung erwärmt. Und dadurch steigt im Betrieb die Rücklauftemperatur permanent während der Beladung des Speichers. Im reinen Zirkulationsbetrieb nach der Beladung schichtet sich 55-gradiges Wasser in den Speicher ein, 60-gradiges Wasser wird oben entnommen, das 55-gradige Wasser fällt hier nach unten und falls es eine Entnahme gibt, schichtet sich das Kaltwasser unten ein, es bildet sich eine 55-Grad-Schicht. Wenn jetzt diese Entnahme erfolgt, schichtet sich im unteren Teil des Speichers dieses kalte Wasser ein. Wir haben hier bei unserem Speicher CP den Kaltwasseranschluss am untersten Punkt mit einem Prallblech, wo sich das Wasser gut verteilt, wir eine gute Temperaturmischung, Schichtung haben, Nichtvermischung.
und das langsam nach oben schichtet. Und irgendwann kommt es zu dem Punkt, dass der Temperatursensor ein wieder die Temperatur unterschritten hat und es kommt zur neuen Nachladung. Es kann allerdings auch so sein, dass in der Nacht es einen reinen Zirkulationsbetrieb gibt und von unten nach oben sich der Speicher nur mit 55-gradigen, was dann langsam auskühlt, 53, 54-gradigen warmem Wasser befüllt und es eine reine Nachladung aus dem Zirkulationsbetrieb gibt. Dann hat am Beginn der Ladung, wenn ich hier also 50-gradiges Warmwasser wieder erwärme auf 60-gradiges Trinkwarmwasser, habe ich am Beginn der Ladung hier schon sehr hohe Rücklauftemperaturen. Und das passiert in der Regel in der Nacht zwischen 24 Uhr bis früh 6 Uhr, der reine Zirkulationsbetrieb. Also wir haben ein System, was teilweise schon sehr gute Temperaturen hat, was sehr effizient die Wärme überträgt, was sehr effizient das Trinkwarmwasser einschichtet und dadurch relativ gute Betriebsbedingungen hat. Im Gegenzug dazu unser Ladesystem der Bauart Premium. Bei der Bauart Premium haben wir einen Plattenwärmeübertrager, der zur Vorerwärmung da ist. Wir haben einen Wärmeübertrager zur Nacherwärmung, ein sogenanntes zweistufiges System. Wir haben den Trinkwarmwasserspeicher für die 10-Minuten-Spitze und wir schichten die Trinkwarmwasserzirkulation zwischen dem Vor- und dem Nacherwärmen ein. Wir bringen also die Zirkulation nicht in den Speicher, zerstören damit nicht die Speicherschicht. Wir mischen aber die Zirkulation auch nicht mit dem kalten Wasser und machen hier die Kaltwassertemperatur durch Beimischung kaputt, sondern zwischen Vor- und Nacherwärme wird das Ganze eingeleitet. Dafür, für die Realisierung dieses Systems, benötigen wir auch eine Spezialregelung, weil wir sehen das gleich auf dem Schema, wie ich es gesagt habe, wir vier Temperatursensoren haben. So ein System ist bei uns dann auf einem Standmontagerahmen montiert, weil wir hier die entsprechenden Vorwärmer, Nachwärmer haben, größere Regelungseinheit, entsprechenden Armaturen und Pumpen. Hier genauso neben diesen Trinkwarmwasserpufferspeicher gestellt, Anschluss ähnlich. Und hier sehen wir schön, was ich erst gesagt hatte, die Temperatursensoren in dem Speicher, die mehr realisiert sind, also vier, damit wir eine sogenannte Laderegelung, optimierte Laderegelung anhand des aktuellen Ladezustandes realisieren können. Was machen wir? Diese vier Temperatursensoren haben einen Wert zwischen 10 Grad Kaltwasser und 60 Grad Trinkwarmwasser. Und wenn alle vier Temperatursensoren einen Wert von 10 Grad Kaltwasser haben, bedeutet das, dass der Speicher komplett entladen ist. Er hat also ein Energievolumen von 0%. Damit ist gefährdet, dass hier oben 60 Grad Trinkwarmwasser austritt und die Ladung läuft auf 100%. Sind alle vier Temperatursensoren auf 60 Grad, ist der Ladezustand bei 100%. Die Ladung wird abgeschaltet. Haben wir aber Zustände dazwischen, in der Regel zwischen 20 und 50%, betreiben wir hier über eine optimierte Laderegelung, drehzahlgeregelt die Ladepumpe, sowohl auf der Trinkwasserseite als auch auf der Heizwasserseite. Und jetzt haben wir eine ladeoptimierte Regelung, sprich ist der Speicher nur leicht entladen, wird auch nur mit einer geringen Leistung nachgeladen, ist der Speicher nach einer 10-Minuten-Spitze stärker entladen und mit einer größeren Leistung. Das hat zwei Vorteile. Den einen Vorteil werde ich Ihnen gleich zeigen, dass wir dabei eine tiefe Rücklauftemperatur generieren können während des Zirkulationsbetriebes. Und der zweite Vorteil ist, wir verbrauchen zwar über den Tag die gleiche Wärmeenergie, wir fahren aber mit diesem System über einen längeren Zeitraum und damit mit geringeren Leistungen. Heutzutage ist es ja so, dass wir im Neubau schon ganz geringe Heizlasten haben, aber wegen den Spitzenleistungen der Trinkwasserwärmer dann doch größere Wärmeerzeugerleistungen benötigen, beziehungsweise den Anschlusswert an das Fernwärmenetz höher wählen müssen. Und mit diesem Premium-System können wir die Anschlussleistung reduzieren, weil ein Ladesystem, was wir für 130 kW auslegen, in der Praxis fast nie mit 130 kW betrieben wird, sondern in der Regel mit 50 bis 70 kW läuft.
in einer Art Dauerschleife. Und dadurch über diese Leistung über einen längeren Zeitraum wir die gleiche Wärmeenergie haben, aber dadurch die Anschlussleistung reduzieren können. Wie funktioniert das Ganze? Wir beginnen jetzt wieder mit dem Betriebszustand nach der Beladung, nach einer 10-Minuten-Spitze. Der Temperatursensor 1, der hier weiter oben sitzt, weil wir diesen Speicher insgesamt größer ausgelegt haben, unterschreitet den Sollwert. Jetzt, wenn dieser Ladezustand erreicht ist, wird die Trinkwasserladepumpe mit 100% betrieben. Weil wir diesen Zustand hatten, ist aber der untere Teil des Speichers wirklich mit 10 Grad Kaltwasser befüllt. Im Winter, Sommer häufig 15 oder auch 18 Grad. Die Trinkwarmwasserzirkulation geht nicht in den Speicher. Der Speicher hat eine sehr gute Schichtung mit Kaltwasser unten. Dieses Kaltwasser wird über den zweistufigen Wärmeübertrager durch eine wesentlich bessere logarithmische Temperaturdifferenz jetzt von 10 Grad auf 20 Grad ausgekühlt. Wir haben also nur 10 Kelvin Temperaturdifferenz. Und wenn diese Temperatur leicht steigt, also wenn sie jetzt auf 15, 25, 30 Grad steigt, haben wir angenommen bei 35 Grad Trinkwarmwasser immer noch 45 Grad Heizwasserrücklauf. Währenddessen wird permanent die Zirkulation nach dem Vorerwärmer beigemischt. Und sowohl die Zirkulation als auch der Ladevolumenstrom beim Nacherwärmer auf 60 Grad erwärmt. Das ganze System ist generell so ausgelegt, dass wir mit 65 Grad Ladetemperatur die entsprechende Leistung erreichen. Wir haben häufig von den Wärmeerzeugern eine leichte Übertemperatur. Diese Übertemperatur wird hier durch eine Beimischung, Einspritzschaltung oder im 3-Wege-Ventil gemischt, und zwar mit dem Rücklaufwasser des Nacherwärmers, was noch relativ hoch ist. Damit nehmen wir einen großen Teil des Volumenstroms hier weg, machen aus nicht nutzbarer Energie, sprich Energie, hier wieder durch die Beimischung auf und Anhebung auf 65 Grad nutzbare Energie, und der Volumenstrom durch den Vorerwärmer ist relativ gering. Jetzt haben wir einen Ladezustand erreicht, der sagt, der Speicher hat jetzt einen Ladezustand von ca. 50% beladen, dann reduzieren wir die Betriebszustände. Und jetzt wäre es, ich zeige Ihnen das zuerst, in einem normalen Ladesystem so, dass die Zirkulation hier rein nacherwärmt wird auf 60 Grad und diese Rücklauftemperatur des Nacherwärmers direkt durch den Vorerwärmer geht. Da wir jetzt aber hier unten diese Trinkwarmwasserladepumpe mit einer wesentlich geringeren Leistung, sprich Volumenstrom, weiter betreiben, führen wir jetzt hier weiterhin kaltes Wasser zu. Und in diesem Betriebszustand wird jetzt immer noch hier mit einem wesentlich geringeren Volumenstrom, aber der gleichen Wärmeübertragerfläche, das Heizwasser ausgekühlt. Und je nachdem, wie gering der Volumenstrom ist, haben wir eine sehr gute Auskühlung des Heizwassers. Und jetzt wird dieses kalte Volumen, was wir im unteren Teil des Speichers haben, verbraucht. Das heißt, mit einer wesentlich geringeren Ladeleistung anhand des Ladezustands des Speichers wird dieser Speicher weiter beladen. Heißt, hat dieser Speicher jetzt einen Ladezustand von 70%, wird die Drehzahl ganz stark minimiert auf das unterste Niveau und irgendwann ist dieser Speicher natürlich komplett durchladen. Aber was passiert in der Regel während dieser Beladung? In der Regel habe ich während dieser Beladung eine Trinkwarmwasserentnahme. Hier mal dargestellt, eine Entnahme an einem Waschtisch. Es kommt zur Warmwasserentnahme an der Entnahmestelle. Dadurch kommt Trinkwasser, Kaltwasser wird dem System zugeführt. Wir haben direkt vom Speicher dieses T-Stück. Dieser Volumenstrom ist geringer als der Volumenstrom der Ladepumpe. Mischt sich hier aber schon bei, führt hier zu einer sehr tiefen Temperatur schon wieder, zu einer Auskühlung. Jetzt geht eine zweite Person an eine Küchenspüle. Dieser Volumenstrom, der jetzt hier benötigt wird, entspricht schon dem Volumenstrom, der hier benötigt nachgeführt wird in den Vorerwärmer. Und wenn jetzt jemand unter die Dusche geht, ist der Entnahmevolumenstrom höher als der eigentliche Volumenstrom der Ladung. Und wir haben hier schon wieder eine Rückwärtsentnahme aus dem Speicher. Die Entnahme ist aber sehr gering. Das kalte Volumen im unteren Teil des Trinkwarmwasserspeichers wird jetzt wieder ausgekühlt.
Wir sind aber immer noch bei einem Ladezustand des Trinkwasserspeichers von 60 oder 70%. Und das bedeutet, dass wir mit diesen geringen Volumenströmen weiterfahren können, erst wenn diese Kurve, der Ladezustand des Speichers Richtung 50, 40% geht, wird die Ladeleistung stark erhöht dieser Pumpe. Das führt jetzt dazu, dass wir in vielen Mehrfamilienhäusern im realistischen Betrieb den ganzen Tag in seinem Betriebszustand in der Schwebe sind, wo hier die Temperaturschicht vom Kaltwasser im unteren Teil des Speichers nach oben, nach unten geht. Und wir während der Erwärmung der Trinkwasserzirkulation direkt auf 60 Grad hier trotzdem permanent tiefe Rücklauftemperaturen haben und immer mit einer geringen Leistung parallel zum Heizbetrieb. Also dieser Betriebszustand ist als Parallelbetrieb möglich. Und erst wenn hier wir auf 100% Ladeleistung gehen, haben wir einen entsprechenden Kontakt, dass wir eventuell die Heizlast über die Heizkreise reduzieren, um die Fernwärmeanschlussleistung auch noch gering zu halten. Das kann aber sein, dass das an bestimmten Tagen gar nicht notwendig ist. Jetzt werden viele sagen, okay, ganz am Anfang kam ja aber Wasser höchstes Gut. Einmal täglich muss der Speicher komplett durchgeladen werden. Die Regelung, die wir hier haben, überprüft diesen Temperatursensor aus und sagt, wann war der Speicher das letzte Mal komplett durchgeladen. Und dieser Temperatursensor aus hat bei 57 Grad die Ladepumpe abgeschaltet. Nach 23,5 Stunden sagt das System, ich muss jetzt eine komplette Beladung durchführen, damit ich spätestens nach 24 Stunden wieder eine komplette Beladung habe. Also das ist häufig so, dass das selbstständig passiert in der Nacht, wenn die Letzten geduscht haben. Nach 11, 12 Uhr geht das System langsam leer und früh um 2, um 3 ist das komplett durchgeladen. Und aus irgendeinem Grund, weil Freitag viele Jugendliche aus dem Wohngebäude spät nach Hause kommen nach Duschen, wird es dieses Mal nicht durchgeladen. Dann greift die Regelung ein und sagt, ich fahre jetzt das System, die Ladepumpe geregelt. Und fahre das System einmal komplett durch. Und jetzt haben wir natürlich am Ende der Ladung hier auch wieder hohe Rücklauftemperaturen. Und aus hohen Trinkwasserrücklauftemperaturen bei der kompletten Durchladung des Speichers kommen wir natürlich auf hohe Heizwassertemperaturen. Das ist nicht auszuschließen, das ist die Realität. Diesen Gegebenheiten müssen wir uns stellen. Das heißt, mindestens einmal täglich habe ich auch bei diesem System hohe Rücklauftemperaturen, und habe hier bei der kompletten Beladung dann Temperaturen, die über 60 Grad sind, was völlig normal ist bei der einmaligen Durchladung. Aber über den ganzen Tag, das war die Eingangsfolie bei der Planung, habe ich halt im Durchschnitt wesentlich tiefere Rücklauftemperaturen. Und der zweite große Vorteil dieser ladeoptimierten Regelung, ich habe weniger Zyklen im Spitzenbetrieb. Ich habe einen längeren Betrieb, aber dadurch mit geringeren Leistungen und kann damit die Wärmeerzeugerleistung bzw. die Fernwärmeanschlussleistung reduzieren und wesentlich besser das Verhältnis Trinkwasserwärme Heizlast ausbalancieren. Ja, die Spezialregelung hatte ich ja eingangs erklärt, hier nochmal dargestellt mit den vier Temperatursensoren. Und die optimale Ladeleistung für die bestmögliche Energienutzung. Also das System wird immer nur so viel betrieben in der Leistung, wie es gerade notwendig ist, des Ladezustandes des Speichers. Das Ganze kann man dann natürlich monitoren, also der Betrieb nach der Inbetriebnahme. Hier möchte ich darauf hinweisen, dass wir bei unseren Trinkwassererwärmern in der Trinkwasserzirkulation direkt tauchende Temperatursensoren haben. Wir merken das also ganz häufig. Also sind die identischen Temperatursensoren, die wir dort verwenden, wie die AGW-Direktfühler der Wärmezähler. Also ganz häufig, wenn es dann wirklich mal im bestimmungsgemäßen Betrieb trotzdem zur Erhöhung, also Überschreitung der Maßnahmewerte kommt, wird jetzt immer zuerst die Zirkulationstemperatur überprüft. Und mit unseren Temperatursensoren kann man das halt im Betrieb schon monitoren, entweder direkt am Regler oder eben, falls ein Fernzugriff ist, das Ganze über einen Fernzugriff gemacht werden kann. Betriebsoptimierung ist natürlich auch möglich und natürlich muss auch nach dem Betrieb bei Trinkwasserwärmern die jährliche Wartung durchgeführt werden.
Die ist auch aus meiner Sicht ganz wichtig, nicht nur auf der Heizungsseite, sondern in Abhängigkeit der Trinkwassergüter und vor allen Dingen der Wasserhärte auf der Trinkwasserseite. Für die Ermittlung des Verschmutzungsgrades des Wärmeübertragers ist auch wiederum ein Fernzugriff sehr hilfreich. Man sieht über einen Fernzugriff über die Temperaturdifferenz des Wärmeübertragers über die Jahre, wie ein Wärmeübertrager verkalkt bzw. verschmutzt. Ansonsten ist wirklich die einfachste Form, die Verschmutzung eines Wärmeübertragers zu ermitteln, das Auslitern, sprich, welchen Wasserinhalt hat ein Wärmeübertrager, ihn bei der Wartung zu demontieren, mit Wasser zu befüllen, das Wasser zu messen und dadurch festzustellen, ist der Grad der Verschmutzung schon sehr hoch oder hat ein Wärmeübertrager der ursprünglichen Wasserinhalt von 2,6 Litern hat er noch 2,5 Liter und das ist relativ mäßig. Ja, Service ist natürlich vor Ort wie auch bei Heizungsanlagen auch hier wieder der Betreiber am wichtigsten. Und dieser Betreiber ist jetzt nicht nur für den reaktiven Service zuständig, sondern ich habe das Wort, ich glaube, heute schon 10-mal gesagt, der berühmte bestimmungsgemäße Betrieb. Wenn die Wohnungswirtschaft den Betrieb nicht an Dritten weitergibt, ist die Wohnungswirtschaft der Betreiber und damit ist es häufig der Hausmeister, der für diesen bestimmungsgemäßen Betrieb verantwortlich ist. Und im Servicefall wenden Sie sich natürlich an den Installateur, dann entsprechend an uns, an den Verkehrbringer des Trinkwasserwärmers, an den Hersteller und wir eventuell an Komponentenlieferanten. In der Regel wissen wir, Trinkwasserwärmer häufigsten Ursachen sind, wie bekannt, wenn nach zig Betriebsjahren der Umwälzpumpe ausfällt, wenn ein Temperatursensor ausfällt oder eben ganz langsam ÜAP, wenn Wärmeübertrager verkalken und damit die Leistung über die Jahre abnimmt. Fernzugriff ist möglich, wie auch bei allen anderen Systemen, halte ich für sehr relevant, gerade wegen des bestimmungsgemäßen Betriebes. Generell die Systeme, die wir in Verkehr bringen, gerade auch diese Premium-Systeme, haben die Möglichkeit des Fernzugriffs auf ein Portal aufzuschalten. Wir können die komplette Anlage visualisieren. Wir können den Zugriff, kann der Betreiber, kann den Zugriff dem Installateur freigeben oder und oder uns als Hersteller. Also nutzen Sie diese Möglichkeiten, die uns jetzt das Ganze, die Digitalisierung bringt. Wichtig ist immer und hilfreich ein Internetzugang vor Ort. Ja, und damit über den Fernzugriff sind wir auch schon beim Thema proaktiver Service. Wenn Systeme aufgeschaltet sind, dann können wir über ganz normale Abläufe sehen, ist jetzt hier schon dieses System langsam in der Verkalkung oder ist irgendwo generell eine Störmeldung, weil Ausfall einer Pumpe ist und dort die 60 Grad Trinkwarmwasser jetzt unterschritten sind und wir proaktiv reagieren können. Ähnlich ist es mit dem Thema Ersatzteilen, hatten wir auch schon beim letzten Webinar. Generell, dass die Produkte, die wir in den Verkehr bringen, alle Teile können Sie bei uns bestellen. Wir können in der Regel oder wir liefern 15 Jahre die Bauteile beziehungsweise einen gleichwertigen technischen Nachfolger. Nochmal der Hinweis auf unser Portal Mayados mit den entsprechenden Ersatzteilen, die Sie benötigen. Die können Sie hier direkt bei uns über das Portal bestellen. Sie können allerdings dort auch eine Voranfrage stellen etc. oder den alten klassischen Weg gehen per E-Mail. Auch das ist weiterhin natürlich möglich. Ja, bis hierher. Schönen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Und 10 Jahre, jetzt meine Frage an dich. Gibt es Fragen aus dem Chat? Also im Chat sind jetzt leider erstmal keine Fragen aufgetreten. Aber falls jetzt noch irgendwelche Fragen sind, gerne her damit. Dann bewerten wir das als positiv, wenn es keine Fragen gibt, dann
wissen Sie ja, dass generell unser Vertrieb Ihnen zur Verfügung steht, wenn Sie jetzt noch offene Fragen sind zu den Produkten, zu der Dimensionierung, der Planung. Können Sie sich gerne an den Jahresvertrieb wenden. Hier an der Stelle nochmal mein Hinweis auf unsere Website. Die bisherigen Webinare, die finden Sie direkt auf unserer Website mit diesem Direktlink, beziehungsweise dann auf unserem YouTube-Kanal. Das einmal das Seminar zum Thema Fernwärme, Grundlagen und Normen allgemein und aus dem Juni das Seminar zum Thema Planung, Inbetriebnahme von Fernwärmeübergabestationen. Und circa in 14 Tagen werden Sie dort auch das Seminar von heute zu der Planung und dem Betrieb von Trinkwasserwärmern an Fernwärmenetz finden. Nochmal jetzt an der Stelle, falls ihr wirklich im Nachgang noch irgendwelche Fragen habt, gerne an info@jados.de stellen. Ansonsten, wie Lutz eben meinte, an den zuständigen Vertriebler, den man auf der Webseite finden kann. Und die Präsentation wird euch im Nachgang natürlich auch noch per Mail zugesendet und da könnt ihr euch die nochmal in Ruhe durchschauen. Okay. Ja, F&E-Chat habe ich jetzt hier auch offen. Es gibt Ja. keine Fragen. Dann bedanke ich mich hier für alle, die teilgenommen haben. Wir hoffen, dass die Erwartungen erfüllt wurden und wir freuen uns auf Ihre Anfragen und auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Dann schönen Tag noch und eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.